Willkommen zu dieser letzten Vorlesung zum Literaturteil im Modul Design und Auswertung. Dies ist die aufgezeichnete Version, logischerweise, die Sie in dem Video hier sehen. Aber die ersten 15 Minuten habe ich vergessen, als ich die Vorlesung live gehalten habe, aufzunehmen. Deswegen werden die ersten 15 Minuten jetzt gerade aufgenommen und dann in das Video der Live-Auszeichnung Aufzeichnung hineingeschnitten. Damit werde ich dann also meinen Bildschirm mit Ihnen teilen. Und es geht eben diesmal um die Schwachstellen der wissenschaftlichen Literatur. Kritik in der Wissenschaft ist wichtig. Wir benötigen Kritik, um uns weiterzuentwickeln. Und daher ist auch Kritik an der wissenschaftlichen Literatur eine der Stärken der Wissenschaft, indem wir eben herausfinden, wie wir Schwachstellen eliminieren können und wie wir auch die Art und Weise, wie wir Wissenschaft machen und Wissenschaft kommunizieren, verbessern können. Hierbei hilft es, sich zu fragen, wieso es denn dieses Modul überhaupt gibt. Es ist ja nicht so, dass es das Modul Design und Auswertung schon seit jeher gegeben hat. Nein, das gibt es jetzt erst, ich glaube, es ist das zweite oder dritte Jahr, wo ich diese Vorlesung halte, also wo es dieses Modul überhaupt gibt. Und man kann sich fragen, wieso gab es das denn nicht schon immer? Und was Sie in diesem Modul lernen, sind ja verschiedene Techniken, mehr oder weniger Soft Skills, auch Hard Skills in manchen Bereichen, die ja unabhängig von einzelnen biologischen Fachbereichen vermittelt werden. Also auch hier, was Sie jetzt hier lernen über die Literatur, diese wissenschaftliche Literatur gilt ja im Prinzip auch über die Biologie hinaus. Das ist also, hier haben wir also in diesem Modul Sachen zusammengefasst, die grundsätzlich wissenschaftliches Arbeiten in gewisser Hinsicht beinhalten. Was waren denn jetzt die Anlässe, also historisch gesehen natürlich, wieso es früher dieses Modul nicht gab, jetzt aber doch schon? Und dazu werde ich Ihnen ein paar Beispiele bringen. Und ich fange vielleicht mit dem schockierendsten Beispiel an, um Ihre Aufmerksamkeit gleich zu ergreifen, nämlich mit einer Schlagzeile von vor ein paar Jahren. When you hear a scientist talk about peer review, you should reach for your Browning. Das mag Ihnen jetzt erstmal nicht viel sagen. Da sind so ein paar Punkte drin, die man vielleicht aufklären müsste, um zu verstehen, um was es hier geht. Mit Peer Review ist natürlich das Gutachtersystem gemeint, über das Sie schon gehört haben in einer der vergangenen Vorlesungen. Und Sie wissen vielleicht nicht, was eine Browning ist. Hier sehen Sie, was eine Browning ist. Das ist also der zweite Punkt, den man hier in dieser Schlagzeile vielleicht aufklären müsste. Ein weiterer Punkt ist der Bezug, den diese Schlagzeile nimmt auf ein Nazi-Theaterstück. Dort gibt es nämlich ein Zitat, das heißt, wenn ich Kultur höre, entsichere ich meine Browning. Also was hier gesagt ist, ist, dass letzten Endes Wissenschaftler, die vom Begutachtungssystem reden, erschossen gehören. Und das macht der Autor dieser Schlagzeile mit einem Zitat aus dem Politdrama Schlagetter, das am 20. April 1933, dem Geburtstag Adolf Hitlers, im Staatstheater am Gendarmenmarkt in Berlin in Anwesenheit von Hitler und hochrangigen Vertretern der NSDAP, der Wehrmacht und aus Kunst und Literatur aufgeführt worden war. Der völkische Beobachter nannte das Stück das erste Drama der Deutschen Revolution. Das Stück wurde zu einem großen Erfolg für den Autor, auch in finanzieller Hinsicht. Also offensichtlich, wer auch immer diese englische Schlagzeile gemacht hat, war wohl ein großer Fan der Nazis, sodass dieses Zitat hier zur Anwendung kam. Nun, wer ist denn jetzt der Chef dieser Webseite, dieser Zeitschrift, in der dieser Artikel entstanden ist oder erschienen ist? Das ist Steve Bannon, den kennen Sie vielleicht nicht mehr. Der war in den ersten paar Jahren, in den ersten ein, zwei Jahren ein ganz enger Berater und auch während des Wahlkampfs ein enger Berater des jetzigen amerikanischen Präsidenten. Und ist auch natürlich jetzt, nachdem er nach irgendwelchen Skandalen gehen musste, immer noch ein sehr enger Kumpel von dem 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten.
sodass also diese Haltung, die Sie in diesem, in dieser Überschrift, in dieser Schlagzeile sehen, das vertritt, was momentan im Weißen Haus sich breit gemacht hat. Das ist also keine irgendwie fringe-marginale Gruppe, sondern das ist das, was gerade in den USA politisch das Sagen hat. Und dann braucht man sich auch über manche Entwicklungen in der Pandemiebekämpfung in diesem Land nicht wundern, wenn Wissenschaft mit derartigen Attitüden behandelt wird. Um was ging es in diesem speziellen Artikel? Na, selbstverständlich ging es da, der ist ja von 2016, selbstverständlich ging es da um den Klimawandel. Ein Absatz in diesem Artikel liest sich wie folgt. Bear this in mind, next time you find yourself in an argument about climate change with an alarmist. Großgeschrieben Alarmist. Almost certainly, they will attempt to pour scorn on your relative lack of scientific expertise, to which you can safely and confidently reply that the authorities that they are invoking as their arbiter of higher truth are very likely a bunch of charlatans and chancers. Also ja, hier wird letzten Endes gesagt, dass diese begutachtete Literatur, um die es hier geht, ja, dieses Peer Review, ist ja dieses Begutachtungssystem, dass das alles Scharlatane sind und dass man dem ganzen, der ganzen wissenschaftlichen Literatur überhaupt auf keinen Fall glauben dürfte. Wie kommen die denn dazu, sowas zu sagen? Gibt es da irgendeinen Hintergrund oder haben die das einfach aus den Fingern gezogen? Peinlich genug für uns als Wissenschaftler ist es so, dass in dieser Überschrift und in diesem Absatz und in diesem Artikel vielleicht etwas schärfer formuliert ist als in anderen Artikeln, aber die Kollegen hier um Herrn Bannon sind da gar nicht so allein. Also wenn man sich die New York Times ein Jahr vorher anschaut, 2015, Scientists who cheat. Ja, da kann man hier lesen, der erste Absatz gleich. Cheating in scientific and academic papers is a long-standing problem, but it is hard to read recent headlines and not conclude that it has gotten worse. Falsified or erroneous results und so weiter. Retract papers. Noch länger vorher, 2013, Titelstory from The Economist, How Science Goes Wrong. Und auch so um die Zeit rum, hier in Deutschland, Ranga Yogeshwar, kennen Sie sicherlich alle, in einer seiner Shows, die er getitelt hat, Pfusch in der Wissenschaft, die hat er anmoderiert, gleich am Anfang. Vertrauen Sie Wissenschaftlern? Wem kann man heutzutage vertrauen? Politikern, Finanzexperten, Immobilienmaklern? Also hier werden wir Wissenschaftler in einem Zug genannt mit drei Gruppen von Personen oder Berufsgruppen, mit denen man vielleicht nicht unbedingt in einem Atemzug genannt werden möchte, was Vertrauen angeht. In der Wissenschaft selbst gibt es Artikel, viel beachtete Artikel wie diesen von John P. A. Ioannidis, einer der meist zitierten Artikel in der Biomedizin der letzten 20 Jahre. Why most published research findings are false, also warum die meisten publizierten wissenschaftlichen Erkenntnisse falsch wären. Die BBC titelt Most scientists can't replicate studies by their peers. And nearly all of our medical research is wrong. Das würde ich vielleicht nicht so unterschreiben, aber es zeigt eben, wie breit das Problem der Verlässlichkeit wissenschaftlicher Arbeit doch Wellen geschlagen hat und nicht nur in diesen Extremblättern von den mehr oder weniger rechtsradikalen Wissenschaftsverleugnern. Das heißt, es wird auf breiter Front gerade diskutiert, wie zuverlässig denn wissenschaftliche Literatur ist, wie groß der Vertrauensverlust in die wissenschaftliche Literatur ist und was denn überhaupt dazu geführt hat, dass wissenschaftliche Zuverlässigkeit so breit öffentlich diskutiert wird, auch weit jenseits der wissenschaftlichen Gemeinschaft. Da gibt es mehrere Gründe, wieso das so weit gekommen ist. Die drei wichtigsten Faktoren möchte ich hier kurz erläutern und auf den letzten der drei Faktoren dann im Verlauf der Vorlesung weiter eingehen. Der erste Faktor ist natürlich kriminelle Energie. Da kann man nicht allzu viel zu sagen. Das ist vermutlich mehr oder minder eine Persönlichkeitseigenschaft, die wir jetzt im Verlauf des Studiums mit so einem Modul
vielleicht nicht unbedingt direkt verändern können. Aber inadäquate Ausbildung führt natürlich auch dazu, dass Wissenschaft weniger verlässlich wird. Wenn ich Experimente nicht mit der adäquaten Stichprobengröße mache, wenn ich nicht die adäquaten Kontrollen habe, die richtigen und modernsten Methoden verwende, führt das natürlich auch dazu, oder den Material- und Methodenteil nicht so schreibe, dass Kollegen die Experimente nachvollziehen können, führt das natürlich auch alles dazu, dass ungewollt unsere Experimente weniger verlässlich werden, weil es immer schwieriger wird, dann die gleichen Ergebnisse von jemandem anders zu bekommen. Und drittens und letztens, und darum soll es in dieser Vorlesung heute gehen, sozioökonomische Anreize. Es ist in der Tat so, dass unser Literatursystem eine Schlüsselstellung einnimmt im Anreizsystem und Selektionssystem, wie aus der Vielzahl der Nachwuchswissenschaftler dann die wenigen herausgesucht werden, die dann fest in der Wissenschaft angestellt werden. Und um diese sozioökonomischen Anreize und vor allem natürlich die Literatur, die so einen zentralen Punkt einnimmt in diesem Anreizsystem, genau darum soll es in dieser Vorlesung heute gehen. Einer der Hintergründe ist ein Beispiel, jetzt ein Zahlenbeispiel aus Deutschland, was aber in vielen Ländern so oder so ähnlich aussieht, nämlich dass ein großer Prozentsatz der Wissenschaftler prekär angestellt sind. Das heißt, sie sind befristet angestellt, oft in 1 bis 3 Jahres Anstellungsverhältnissen und oft mit wenig gesicherte Kenntnis darüber, wie es danach weitergehen soll. Oft ist es dann auch noch so, dass man international mobil ist, das heißt, man zieht nach solchen Verträgen sehr häufig um, entweder von Land zu Land, aber oft auch von Kontinent zu Kontinent. Im Falle Deutschlands sind das 73% aller wissenschaftlichen Mitarbeiter an Hochschulen, wie Sie das hier sehen können. Ja, 73%, hoppla, na, muss ich doch mit der Maus machen, nicht mit dem Pointer. 73% sind nicht fest angestellt und nur 27% sind fest angestellt. Das ist natürlich ein Problem. Gerade in Deutschland ist es ein Problem, weil hier nach circa 12 Jahren sozusagen Berufsverbot herrscht. Das Wissenschaftszeitvertragsgesetz verbietet es Universitäten, Leuten nach 12 Jahren befristeter Anstellung, da zählt auch die Doktorarbeit dazu, noch weitere befristete Anstellungen zu geben. Das heißt, wenn man dann nicht in die 27% gerutscht ist, dann bekommt man gar keinen Vertrag mehr. Das heißt, es herrscht hier natürlich ein extremer Druck, so wissenschaftlich zu arbeiten, dass man aus den 73% in die 27% kommt. Nun, wie kommt man denn von diesen 73% befristet in die 27% unbefristet hier in Deutschland? Die Prozentzahlen variieren natürlich von Land zu Land, aber generell ist es so, dass wir auf den akademischen Bereich gesehen eine massive Überproduktion an Nachwuchs haben, sodass es eben zu diesem hohen Druck kommt, diesem hohen psychologischen Druck kommt, dass man aus einer großen Menge an Konkurrenten in eine kleine Gruppe gerne kommen möchte von Leuten, die dann so eine feste Anstellung haben. Wie kommt man dahin? Publish or perish kommt man dahin. Nur über publish or perish. Das heißt, entweder ich publiziere oder ich bekomme keinen Job. So ist das in der akademischen Wissenschaft. Das bedeutet also, dass dieses Publikationssystem, über das wir schon in der ersten Stunde ein bisschen geredet haben, zentral ist dafür, ob man in der Wissenschaft bleibt oder nicht. Wie sieht das dann aus? Welche Konsequenzen kann das haben? Also kann zum Beispiel gleich nach Doktorarbeit losgehen. Die Alexander von Humboldt Stiftung finanziert internationale Postdoc-Stipendien, also nach der Doktorarbeit, Forschungsaufenthalt im Ausland. Da hat sich ein Interessent für eine Stelle oder für eine Forschungsarbeit bei uns, für ein Forschungsprojekt, hat sich aus Argentinien dort gemeldet und hat sich dort beworben und hat Feedback-Rückmeldung bekommen, als er abgelehnt wurde. Warum er denn abgelehnt wurde, das sehen Sie hier. When you applied for a Humboldt Research Fellowship, you asked to be given feedback on the factors that led to a rejection by the selection committee. Und wenn man dann runterblättert und dann sieht und dann sagt man, ja, although your scientific qualification has been recognized in comparison to other applications,
your fellow competitors could convince und so weiter with more cutting edge publications and internationally highly recognized top journals. Also einer von natürlich immer mehreren Faktoren, aber einer dieser Faktoren, die dazu geführt haben, dass er das Geld eben nicht bekommen hat, um bei uns zu forschen. Das Geld hat er sich dann woanders besorgen müssen. Unter anderem habe ich ihm auch ein bisschen was besorgen können, auch nur zum Teil und auch erst, nachdem er schon hier angefangen hatte. Einer der Gründe, wieso das nicht geklappt hat, wieso er das Geld nicht bekommen hat, war, dass andere Leute besser publiziert haben. Mehr und irgendwie auch höher, highly recognized, was auch immer das bedeutet. Da werden wir auch noch hinzukommen. Also es scheint wohl wichtig zu sein, dass man viel publiziert und wo man publiziert, scheint auch noch irgendwie relevant zu sein. Wenn man sich dann, wenn man einen Postdoc geschafft hat und doch irgendwie da so publiziert hat, dass man doch irgendwie Geld bekommt und dann nach der Doktorarbeit noch ein paar Jahre lang geforscht hat, dann bewirbt man sich vielleicht auf eine Professur. Und da zeige ich hier ein paar Beispiele. Hier eins von einer prominenten Universitätsklinik in Deutschland. Da wird auch unter anderem alle möglichen Sachen abgefragt, wenn man sich auf Professuren bewirbt, nur W1, W2, W3 Professoren. Und unter Punkt 5 ist hier die Publikationstätigkeit aufgeführt. Und weil die ein bisschen klein ist, vergrößere ich die ein bisschen hoch. Vollständige Publikationsliste soll man da abliefern, ist klar. Ja, darunter Originalarbeiten als Erstautor und als Seniorautor. Sie sehen, das hatten wir in der ersten, das hatten wir unter Autoren, letzte Stunde hatten wir das besprochen, ja, dass Erst- und Letztautor irgendwie unterschiedlich gehandhabt werden. Hier müssen Sie also Ihre Publikationsliste separat aufführen. Impact-Punkte insgesamt und in den letzten 5 Jahren, darunter jeweils gesondert ausgewiesen Erst- und Seniorautor, Scientific Citation Index, Web of Science und so weiter, überall arbeiten. Sie sehen, da wird viel Arbeit von Ihnen verlangt, wenn Sie sich an dieser Klinik für einen Professorenposten bewerben wollen. Das ist nicht nur dort der Fall. Wenn Sie an die Universität Lübeck gehen wollen, dann bekommen Sie auch so Sachen zum Ausfüllen. Auch hier steht Impact Factor der 5 wichtigsten Originalarbeiten, Auswahl Erstautor, Anzahl Erstautor, Anzahl Letztautor. Sie sehen, das sind alles wichtige Sachen. Auch an der University of Cardiff in UK ist es so, das waren jetzt nur so ein paar Beispiele, Rating, Contribution, Impact Factor über diese verschiedenen Referenzen, wie viele Zitationen Sie haben. Sie sehen, diese Publikationsgeschichte ist sehr, sehr wichtig, nicht nur in Deutschland, auch international. Ich könnte Ihnen hier noch für den Rest der Stunde alle möglichen Sachen zeigen, wo Sie hochrangige Publikationen brauchen, um in der Wissenschaft einen Job zu bekommen. Ich belasse es hier bei diesen paar Beispielen und hoffe, dass Sie mir glauben, dass das in der Tat ein ubiquitäres Erfordernis ist, ohne dass man in der Wissenschaft keinen Fuß auf den Boden bekommt. Die Idee hinter diesem Begutachtungssystem der Literatur war natürlich, dass es die Reproduzierbarkeit der Arbeit sicherstellen soll. Nun schauen wir uns mal an, wie gut das funktioniert. Denn wenn ich dort durch so einen Begutachtungsprozess durchkomme, dann sollte es doch zeigen, dass ich gute Arbeit geleistet habe. Nun ist es aber so, dass dieses prinzipielle Konzept dieses Begutachtungssystems in den letzten Jahrzehnten etwas gelitten hat. Und das fing an einer Stelle, wo das alles noch halb so wild schien. Sie sehen, wenn Sie auf der rechten Seite hier gucken, in den 1970ern ging es los, diese Journale, diese begutachteten Journale, da gab es so 8000 und die wachsen hier so stetig mit in etwa so ein paar Prozent im Jahr, ist vor allem zurückzuführen auf 3% Wachstum von Autoren, sodass wir mittlerweile 2010 waren es also ungefähr 32.000, jetzt werden es so ungefähr 35.000 sein. Mittlerweile sind wir auch schon bei knapp 3 Millionen wissenschaftlicher Publikationen. Das heißt, es wird schwierig, sich in dieser Flut an Papieren, an Publikationen und Journalen zurechtzufinden. Das war natürlich vor dem Internet noch schwieriger als jetzt, sodass man sich zu der Zeit vor dem Internet irgendwas zurechtlegen musste, denn es war nicht nur so, dass es schwierig war, auch in den 70ern oder 80ern 10.000, 15.000 Journalen zu folgen, wo etwas Relevantes drinstehen könnte. Es war auch schwierig, die zu abonnieren, denn die kosten Geld. Man muss ja diese bis
Zum Internet war das ja so, dass die gedruckt und wurden und dann verschickt wurden. Und diese Abonnements musste man bezahlen. Und schon in den 80ern war es eigentlich unmöglich, dass eine Bibliothek alle 15.000 Journale irgendwie abonnieren konnte. Da musste eine Selektion getroffen werden. Wie könnte man denn das selektieren, haben die Leute sich gedacht. Und da kam etwas auf, was ganz praktisch war. Da gab es einen Kollegen Garfield, der Herr Eugene Garfield, der hat sich gedacht, naja, wenn ein Artikel viel zitiert wird, dann bedeutet es ja, dass der wichtig war für die wissenschaftliche Gemeinde. Und wenn ich jetzt gucke, wie viele Zitationen ein Journal bekommt, dann heißt es ja, dass dieses Journal Artikel publiziert, die für die wissenschaftliche Gemeinde wichtig sind. Und wenn das so ist, dann wäre das ja eine super Hilfe für die Bibliotheken, was sie denn abonnieren sollen, nämlich das, was am meisten zitiert ist. Weil wer was liest, ist schwer, ohne den Leuten hinterher zu dackeln und zu testen, wer denn welche Zeitschrift sich gerade aus dem Zeitschriftenständer nimmt und drin blättert. Ist schwer in nicht digitalen Zeiten, war schwer rauszukriegen, aber Zitationen konnte man, und das hat man damals von Hand dann gemacht, Zitationen gezählt und geguckt, welches Journal kriegt denn am meisten Zitationen. Sodass dann in den 80er, 90er Jahren, kurz bevor das Internet kam, ging es dann so los, naja, wir abonnieren halt dann die hochrangigsten Journale, die am höchsten in diesem Zitationsranking stehen. Und das bedeutet, ja, man liest halt eben nur die Sachen, weil an die anderen Sachen komme ich ja nicht ran. Die sehe ich ja nie. Da gibt es dann mittlerweile verschiedene Sachen. Das war früher, war das, deswegen habe ich den Namen hier noch drin gelassen, war das Thomson Reuters. Der hat dieses Institute for Scientific Information, das ist dieses ISI, das Sie hier sehen. ISI, Institute for Scientific Information, das hat der Eugene Garfield gegründet. Das hat diesen Web of Knowledge herausgegeben, das wurde von Thomson Reuters gekauft, vor, was weiß ich, mittlerweile fast 20 Jahren, glaube ich, 25. Die haben die Journal Citation Reports rausgebracht, mittlerweile seit 3-4 Jahren oder so hat Thomson Reuters das verkauft und das gehört nun Clarivate Analytics. Und dieser Impact Factor, diese Impact Punkte, das haben Sie vorher schon gesehen in ein paar von den Folien vorher, dieser Impact Factor, der ist das prominenteste Ranking von diesen Journalen, was eben auf diesen Eugene Garfield zurückführt. Es gibt noch andere, es gab den Eigenfaktor, der wurde von Thomson Reuters gekauft, der gehört jetzt also auch. Clarivate Analytics ist eine andere Art, diese Journale zu ranken. Oder diese Journalhierarchie zumindest. Saramago Journal Rank gibt es auch noch und Scopus ist eine Datenbank mit noch weiteren Ranking-Tools, sowohl Saramago als auch hier SNP und Source Normalized Impact, glaube ich, war das, was SNP hieß, wie Abkürzung bedeutet, wie auch immer, die gehören jetzt alle Elsevier, ist ein weiterer großer Verlag, der auch viele Journale herausbringt, sodass eigentlich diese verschiedenen Ranking-Methoden jetzt eigentlich in zwei großen Händen sind, einmal eine Private Equity Firm, Clarivate Analytics und einmal ein Verlag, Elsevier. Der bringt dann diese Rankings, die werden dann von den Verlagen gerne benutzt, um eben nach Abonnenten zu suchen. Wir haben so ein tolles einen tollen Impact Factor bis auf 3 Stellen genau ausgerechnet. Bitte abonniert uns doch. Gerade letzte Woche kam raus, dass dass Nature in diesem Fall zum Beispiel diese Art von Werbung nicht mehr machen wird. Und es kann auch sein, dass sie das seit ein paar Jahren nicht mehr gemacht haben, aber seit letzter Woche ist es irgendwie offiziell, dass sie von diesem Impact Sachen nicht so, mehr so viel halten und das nicht mehr machen werden. Aber bis vor ein paar Jahren haben sie das auf jeden Fall noch gemacht und andere Journale machen das auf jeden Fall immer noch weiter so. Sie werden sehen, wenn Sie nach Literatur suchen, werden Sie manche Journale sehen, die das immer mit ausdrucken, mit auf ihrer Webseite haben, was für einen Impact Factor sie denn gerade haben. Das hat dann dazu geführt, dass man präferenziell in diesen Journalen auch publiziert. Denn wenn ich dort publiziere, dann kann ich auch gelesen werden. Denn die anderen Journale werden eben nicht so häufig abonniert wie die tollen Journale, diese hochgerankten Journale. Was dazu führt, dass jetzt einige dieser Journale, wie zum Beispiel Cell Nature and Science, abgekürzt CNS, dass man dort Ablehnungsraten von um die 93% hat. Ja, das heißt, 7% aller eingereichten Manuskripte
werden gedruckt bzw. veröffentlicht. In dem Maße, in dem, ich weiß nicht, ob die drei, könnte sein, dass die sogar noch, also Nature und Science, glaube ich, werden noch gedruckt, was ja, kann ich es Ihnen nicht sagen, veröffentlicht werden und 93% abgelehnt werden von denen, die, von den Artikeln, die dort eingereicht werden. Und da könnte man ja so vom Grund aus, das Grundprinzip dahinter ist dann natürlich auch, wenn die so selektiv sind, können sie sich ja die beste Wissenschaft raussuchen. Das heißt also, wer dort publiziert, muss ja ein toller Wissenschaftler sein. Das ist so der Grundgedanke dahinter, dass der heutigen Version von Publish and Perish, dass man in diesen tollen High-Ranking Journals publizieren soll und möglichst viel, damit man eben seine Konkurrenten im Kampf um die wenigen festen Stellen dann ausschlagen kann. Wie kommt denn dieser Impact Factor zustande? Also die Idee dahinter, Eugene Garfield hat da angefangen, Ende der 50er, Anfang der 60er darüber zu spekulieren, mit einem Produkt rausgekommen, ist er dann erst, glaube ich, 1974 oder sowas, kam der erste Impact Factor raus, den man dann auch käuflich erwerben konnte, das ist auch ein Abonnementprodukt. Die Idee dahinter, mit der Herr Garfield gespielt hat, war die, dass man, dass ein Journal X im ersten Jahr so und so viele Artikel publiziert, im zweiten Jahr so und so viel und im dritten Jahr zähle ich die Zitationen. Das heißt also, ich gucke einfach alle anderen Journale durch und schaue, wo kommen Zitationen zum Journal X raus? Wo sind die? Und die zähle ich einfach alle zusammen, egal was da zitiert wurde, Hauptsache es war in diesem Journal. Und das teile ich dann nur über die letzten beiden Jahre, ja, über diese beiden Jahre vorher und teile es dann durch die Gesamtzahl der Artikel, damit ich eine durchschnittliche Zitationsrate pro Artikel bekomme. Also als Beispiel, im ersten Jahr veröffentlicht das Journal 40 Artikel, im zweiten Jahr sind 60 und im dritten zählen wir 100 Zitationen zu diesen 100 Artikeln der letzten beiden Jahre und dann bekomme ich einen Impact Factor von 1. Also so einfach ist das im Prinzip in der Mathematik. Aber in der Praxis wird es ein bisschen schwieriger, denn wie und was gezählt wird, ist nicht so ganz einfach. Also wenn ich jetzt also sage, ich möchte gerne über die letzten beiden Jahre den Impact Factor ausrechnen für das vergangene Jahr, wo ich das eben, also was jetzt eben abgeschlossen ist, für das 2020er Jahr kann ich das natürlich nicht machen, weil es noch nicht abgeschlossen ist. Das heißt also, ich zähle alle Zitationen, aber nur die, die ich in meiner Datenbank habe. Ja, also die Clarivate Analytics in diesem Institute for Scientific Information, Web of Knowledge, Web of Science, da indiziert haben. Das sind so in etwa 12.000 Journale, wo ich das letzte Mal geguckt habe. Ja, also Elsevier Scopus hat ungefähr 17.000 Journale. Wird sich alles ein bisschen geändert haben, aber so vom Prinzip her ist es noch nicht mal die Hälfte von den Journalen, die es tatsächlich gibt. Und alle anderen Sachen, die da nicht indiziert sind, die werden auch nicht gezählt. Also das kann ein unglaublich populärer Artikel sein in allen möglichen Bereichen. Sobald die Bereiche nicht in dieser Datenbank sind, dann zählen die alle nicht im Zähler. Im Nenner zähle ich dann auch nicht einfach alle Artikel, wie man sich so denken könnte, sondern da werden nur zitierbare Artikel publiziert. Und was zitierbare Artikel sind, ist problematisch. Das werden wir dann auch gleich sehen. Sie sehen also, diese einfache Division wird dann praktisch, also die theoretisch einfache Division, wird praktisch dann doch komplizierter, als man das so grundsätzlich mal erwarten würde. Daraus erwachsen dann drei grundsätzliche Probleme mit dem Impact Factor, wie er hergenommen wird, um Leute auf Professorenstellen wie meine zu berufen. Das erste Problem ist, dass dieser Impact Factor, diese Zahlen sind verhandelbar, denn dafür werde ich Belege Ihnen zeigen, welche Artikel denn als zitierbar gelten. Das verhandelt der Verlag mit Thomson Reuters oder Clarivate Analytics. Wer hat da gerade dieses Institute for Scientific Information gerade besitzt? Dann ist es so, dass man versucht hat, diese Zahlen, die dann publiziert werden, zu reproduzieren und festgestellt, die stimmen überhaupt nicht überein mit dem, was in der Datenbank steht. Und dann ist es noch so, dass man über diese Art von Daten gar nicht den Mittelwert berechnen darf. Das haben Sie in der Statistik, in dem Statistikteil schon gelernt. Wenn Sie den noch nicht hatten, dann werden Sie es lernen. Das werde ich Ihnen auch zeigen, wie das zusammenhängt. Das heißt also, die
einer der Faktoren, der hergenommen wird, um Leute, um Wissenschaftler zu befördern und zu verdauern, der ist verhandelbar, nicht reproduzierbar und mathematisch falsch. Was sind jetzt die Belege dafür, dass das hier verhandelt wird? Da kann man sich, zeige ich Ihnen zwei Quellen dafür. Es gibt viele mehr, aber das sind jetzt zwei, die eigentlich relativ schnell abzuhandeln sind. Zum einen kann man sich neue Journale angucken, wie die an einen Impact Factor kommen. Und da kann man sich das hier verlinkte Editorial mal durchlesen von Public Library of Science Medicine. Als die online gingen, 2006, sind die auch damals Thomson Reuters, sind die hingegangen und gesagt, wir hätten gerne einen Impact Factor. Und je nachdem, wie sie verhandelt hätten, also wenn sie alle Artikel, die sie publizieren, gezählt hätten, dann hätte es einen Impact Factor von 2 gegeben im ersten Jahr. Also nach den beiden ersten Jahren, das erste Jahr, wo man einen Impact Factor hätte haben können. Oder 11, wenn man nur die reinen wissenschaftlichen Artikel genommen hätte, also wo wirklich originäre Forschungsergebnisse vorgestellt werden und man hätte Editorials nicht gezählt, man hätte Übersichtsartikel nicht gezählt, man hätte alles andere nicht gezählt. Dann wäre es einer von 11 geworden und man hat sich dann eben auf einen Impact Factor von 8,4 geeinigt. Ja, die einen zählen wir, die anderen nicht. Das können Sie alles dort nachlesen. In den Fällen, wo die Editoren und Verlage nicht so offen waren, dass das verhandelbar ist, kann man das aber auch noch anhand der Daten nachschlagen. Nun, das sind jetzt Daten in diesem speziellen Fall von 2003. Das kann sein, dass die nicht mehr in der Datenbank sind. Ich habe nicht nachgeguckt, wie lange Clarivate Analytics seine Daten zugänglich macht. Das sind immer so die letzten so und so viele Jahre werden zugänglich gemacht. Ob da 2003 noch mit drin ist, weiß ich nicht. Aber 2003 ist das der Impact Factor von dem Journal Current Biology von 7 auf 11 hochgesprungen. Und dazu war es auffällig, dass 2 Jahre vorher, also genau der Beobachtungszeitraum eines Impact Factors, Current Biology von Cell Press gekauft wurde, was zu Elsevier gehört. Also Cell Press ist ein Imprint von Elsevier. Damals hießen sie noch Read Elsevier, deswegen habe ich das alles noch mit diesen alten Logos gemacht. Heutzutage müsste ich da RELX hinschreiben, so heißt Read Elsevier heute, und Thomson Reuters müsste ich die Clarivate Analytics ersetzen, denn der Impact Factor gehört ja nur Clarivate Analytics, aber damals, 2003, war die Situation eben noch genau so, dass Read Elsevier mit Thomson Reuters da verhandelt hat. Woran können wir sehen, dass die verhandelt haben? Dazu kann man einfach in diese ESE, Web of Knowledge, gehen und kann sich ein Journal Citation Report vom Journal Current Biology raussuchen. Dazu, weil uns das alles nicht so genau interessiert, schneiden wir diese Sachen hier da alle raus und gucken uns ja nur die Berechnungen hier zum Journal Impact Factor an. Hier sind so Zusammenfassungen, ja, Zitationen, Impact Factor und alle möglichen anderen Sachen, Citable Items, Half-Life und so, das interessiert uns nicht so. Hier unten sind die Daten, die uns auch vor allem interessieren. Darum schneiden wir das in der Mitte raus und vergleichen dann die Ausgabe von 2002 und die von 2003, also genau der, da wo dieser Sprung stattgefunden hat. Und den Sprung, den sieht man auch. Hier sehen Sie Impact Factor von 7, Impact Factor von fast 12. Ja, also sehr deutlich kann man das sehen, wie das hochgesprungen ist von einem Jahr zum nächsten. Und da kann man sich angucken, wie sieht es denn mit den Zitationen aus? Total Sites 20.000, 22.000 ist jetzt nicht so der Riesenunterschied. Ja, knapp 10%. Keine 40%, so wie hier. Wo kommen denn die anderen 30% her? Naja, und dann, ja, hier sehen Sie das nochmal, dass die Zitationen alle da nicht so unterschiedlich aussehen. Was man aber sieht, ist auf einmal, dass die Number of Items Published auf einmal sehr, sehr unterschiedlich sind. Nämlich waren es hier noch 500 und 500 in den verschiedenen Jahren zu 1000, waren es hier auf einmal nur noch 600. Da haben wir auf einmal diese 40%. Und das ist umso verrückter, als wenn man sich das Jahr 2001 anschaut, nämlich das überlappende Jahr, in dem Current Biology gekauft wurde. Die haben nämlich einmal in 2001 528 Artikel publiziert und einmal nur noch 300. Das sind also auf einmal 228 Artikel verschwunden, die natürlich publiziert waren und auch in der Zukunft publiziert werden. Ich habe mir dann damals, als ich mir die Daten rausgesucht habe, das Journal angeguckt und habe mir Ausgaben angeschaut. Das Design und das Layout hat sich nicht verändert. Also wir haben immer noch die gleiche Menge an knapp 500 Artikeln pro Jahr publiziert. Es wurden nur 200 Artikel einfach nicht mehr gezählt pro Jahr. Und nun könnte man sagen, naja, also da sehen Sie mal, wie das geht, wie man so hier verhandelt. Und das ist ein ziemlich schwer zu widerlegender Beweis.
dass es hier zu Änderungen in der Datenbank kommt und nicht irgendwas an dem Journal sich verändert. Das heißt, wer so ein Journal besitzt und wie gut die mit dem Besitzer von ISI verhandeln können, sagt schon mal viel darüber aus oder kann viel darüber ausmachen, was für einen Impact Factor das Journal denn dann haben wird. Da könnte man sich fragen, ist das denn ein Spezialfall? Da gab es mal einen Kollegen in der Zellbiologie, Biochemie, der hat sich das mal angeguckt. Den Link, das habe ich, die Arbeit habe ich verlinkt. Der hat sich mal 22 nach seinem Gutdünken ausgesuchte Journale angeguckt und hat diese fehlenden Artikel verglichen. Also hat geguckt in PubMed, das kennen Sie ja, in PubMed geguckt, wie viele Artikel wurden denn veröffentlicht und hat dann in dem ISI Web of Knowledge geguckt, wie viele Artikel zählen denn dort und hat dann einfach die Differenz gebildet. Und da sieht man dann, dass Current Biology schon eine ganze Menge an fehlenden Artikeln hat. Ja, das sind hier so um die 600, die da so fehlen. Ja, das passt eigentlich ganz gut zu dem, was wir gesehen haben in den Daten da vorher. Wir sehen dann das Nature, da fehlen dann um die 1000. Bei Science sind es schon über 1200, 1300. Ja, also Sie sehen, stehen diese Journale nicht alleine. Und wenn man dann also den Impact Factor mal ausrechnet mit dem anderen Nenner, ja, also wenn man da alle Artikel mit reintut, dann, das hat auch der Kollege gemacht, dann sehen Sie das hier auf der X-Achse, und dann vergleicht mit dem publizierten Journal Impact Factor hier auf der Y-Achse, dann sehen Sie, dass der immer nach oben geht, der publizierte. Es ist also nie so, wenn das jetzt also eine Fehlberechnung wäre, dass da halt Fehler passiert sind, dann würden ja einmal welche zu viel und einmal zu wenige drin sein. Es ist aber so, dass es immer weniger sind und damit also der Impact Factor hochgeht. Das heißt also, diese Art von Verhandlung mit ISI, um den Impact Factor nach oben zu bekommen, sind offensichtlich gang und gäbe. Die ganz große Mehrheit von Journalen verhandelt ihren Impact Factor mehr, als da wirklich berechnet wird. Nun könnte man sagen, naja, okay, gut, das machen wir alle so ein bisschen, aber im Prinzip wird das alles schon ordentlich berechnet. Und das ist auch nachvollziehbar, wie die das so machen. Da hat 2007 Rockefeller University Press mal die Daten gekauft von damals noch Thomson Reuters. Diese Zitationsdaten und einfach diese Division mal selber gemacht. Also die Daten, die dann also tatsächlich diesen erhöhten Impact Factor dann geben sollten. Ja, also die Originaldaten von Thomson Reuters, und hat aber festgestellt, dass das bis zu 20% abweichen kann. Den Fehler konnte Thomson Reuters nicht erklären, außer dass sie gesagt haben, naja, ihr habt mit der falschen Datenbank, wir haben Ihnen unsere falsche Datenbank geschickt, wir hatten Ihnen unsere Forschungsdatenbank geschickt, weil wir dachten, die wollen Sie haben. Hier haben Sie die Datenbank, von denen wir tatsächlich unsere Publikations-Impact-Faktoren berechnen. Wieso das zwei unterschiedliche Datenbanken sind, haben Sie auch nicht erklären können. Aber selbst dieser zweite Datensatz, auch der zeigt nicht die gleichen Ergebnisse. Das heißt, was auch immer Sie jemals nachschlagen werden oder irgendjemand nachschlägt, diese Zahlen, die Sie da bekommen, anhand derer Professoren berufen werden, unter anderem Faktoren, das ist nicht der einzige, aber unter anderem werden überhaupt erst Leute eingeladen, die solche Impact-Faktoren aufweisen können zu Vorstellungsgesprächen. Anhand dieser Zahlen sind eigentlich sehr wenig verlässlich, mal abgesehen davon, dass sie verhandelt werden. Schließlich und endlich hatten wir ja gesagt, dass es neben der Verhandelbarkeit und der schlechten Verlässlichkeit dieser Arbeit oder dieser Zahlen auch noch so ist, dass man diese Zahlen so gar nicht berechnen dürfte. Wie Sie entweder schon wissen oder im Verlauf dieses Moduls lernen werden, nimmt man natürlich Mittelwerte, also arithmetische Mittel, nur aus normal verteilten Daten. Wenn Sie links schief oder rechts schief verteilte Daten haben, dann kann man dieses Mittelmaß einfach nicht mehr verwenden, weil es zu sehr von großen oder kleinen Werten beeinflusst wird. Und wenn man sich Zitationsdaten anschaut, dann sehen Sie, dass die sehr stark links schief sind. Also wenn Sie hier auf der X-Achse sich anschauen, hier steht, dass wenige Zitationen auf der linken Seite sind und dann immer mehr Zitationen immer weiter. Also je höher Sie an der X-Achse weitergehen, umso mehr Zitationen pro Jahr, also Zitationsraten, haben Sie. Und Sie sehen sehr wenige von dieser Auswahl an Journalen, sehr wenige Artikel haben diese hohe Zitationsrate. Und auf der Y-Achse ist eben angetragen, wie viele von diesen Artikeln gibt es. Also Sie sehen, das ist ein Journal, Biochemica et Biophysica Acta, hat 550 Artikel, die ein oder weniger Male zitiert sind und hat irgendwie nur ein paar wenige Artikel, die acht oder neun Mal zitiert sind.
Also so kann man das hier lesen. Sie sehen also, die Häufigkeit von hohen Zitationszahlen ist sehr gering, was also dazu führt, dass man das hier links schief, aber diese links schiefen Verteilungen hat. Da könnte man sagen, naja, liegt vielleicht auch nur an diesen drei Journalen. Andere Journale sind normal verteilt, sodass es völlig okay ist, den Mittelwert zu nehmen. Aber nein, wenn man sich diese 22 Biochemie-Zellbiologie-Journale anschaut, dann sieht man, die sind auch sehr stark links schief, wenn man Zitationen und Häufigkeit oder wenn man Zitationshäufigkeiten plottet. Und auch CNS, Cell Nature Science, sind auch sehr, sehr stark links schief verteilt. Das heißt, was den hohen Impact Factor von Cell Nature und Science ausmacht, sind vor allem diese wenigen Artikel, die besonders viel zitiert sind, hier über 800.000 Mal zitiert, einzelne Artikel, ja, ein bis zwei Artikel haben so viele Zitationen und die ziehen den Mittelwert dieser Journale eben besonders nach oben. Ein durchschnittliches Cell Nature oder Science Paper ist auch nicht sonderlich viel häufiger zitiert als irgendwelche in anderen Journalen auch. Das führt natürlich, diese drei Faktoren führen zu der Frage, ob diese Art von Journal Prestige irgendwie so ein bisschen ist wie Astrologie. Astrologie funktioniert ja auch nur, wenn wir es nicht kritisch beobachten, kritisch uns anschauen. Astrologie funktioniert psychologisch, wenn man liest, sie sind ihr Sternkreiszeichen zeichnet sich dadurch aus, dass sie intelligent sind, mitfühlend, sozial, vielleicht ab und zu aufbrausend und im nächsten Monat werden sie übrigens auch die Liebe ihres Lebens kennenlernen. Wenn man das so liest, denkt man natürlich, ja klar, das passt ja super auf mich. Und denkt sich, na, diesem Astrologie-Zeugs scheint ja wohl schon was dran zu sein, weil es beschreibt mich ja wunderbar. Wenn man natürlich aber sich über die Zeit alle Horoskope anschaut, wird man feststellen, dass man auf alle möglichen Sachen gut passen könnte und dass es mehr Psychologie als sonst irgendwas ist und dass die Sternkonstellationen, die die Astrologen verwenden, schon seit ein paar hundert Jahren gar nicht mehr gibt. Und alle möglichen Sachen stellt man dann fest, wenn man sich eben wissenschaftlich mit dieser Situation beschäftigt. Ja? Könnte es also sein, dass dieses Journalprestige, was alle Leute in ihren Köpfen haben, ganz unabhängig von diesem Impact-Faktor, der übrigens ausgezeichnet auf ein subjektives Ranking passt, also wenn man Experten, Wissenschaftler fragt, nennen Sie die Top-Journale in Ihrem Feld und ordnen Sie die Top 20 Journale, ordnen Sie die mal, dann passt das super zu dem Impact-Faktor. Das ist eine separate Diskussion wert, wieso das so gut passt. Aber abgesehen davon, könnte es denn sein, dass dieses Prestige rein psychologisch bedingt ist, aus der Psychologie von uns, den wissenschaftlichen Lesern. Und dafür können wir eben, weil dieser Impact-Faktor so gut auf die Psychologie passt, können wir den Impact-Faktor als Maß von Prestige nehmen. Egal wie schlecht er ist, dadurch, dass das, was er gut abbildet, ist unser subjektives Ranking. Und damit passt er sehr gut, um zu überprüfen, okay, unser subjektives Ranking, wie gut passt das denn zu tatsächlich quantifizierbaren Maßen von Qualität? Und da ja Neuigkeit oder Durchbruch nur schwer zu quantifizieren ist, schaut man sich da an, wie gut ist die Arbeit denn gemacht? Da zählt man zum Beispiel die Stichprobengrößen. Sind die ausreichend? Kann ich damit eine ausreichend gute Aussage machen? Ich quantifiziere bestimmte Möglichkeiten, bestimmte Aspekte des experimentellen Designs. Und solche Beispiele werden wir uns jetzt anschauen. Das heißt, wir werden jetzt einen Schwung von Folien sehen, von Quantifizierungen sehen, wo Sie auf der X-Achse irgendein Maß für das Prestige haben, also eine Art von Impact-Factor-Quantifizierung. In verschiedene Arten und Weisen, also verschiedene Darstellungen, letztlich immer links der kleinere Impact-Faktor, rechts der größere. Und auf der Y-Achse verschiedene Quantifizierungen zur methodologischen Qualität, das heißt, also, wie gut wurden diese Experimente denn gemacht. Mein Lieblingsbeispiel, weshalb ich es als erstes bringe, kommt aus der Kristallographie. Aus der Röntgen, das meiste davon wird eben über Röntgenbeugung gemacht. Jetzt haben wir auch Cryo-EM, Cryo-Elektronenmikroskopie, mit denen dann Computermodelle gebaut werden von wichtigen Molekülen. Jeder kleine Punkt, den Sie hier sehen, von
Das ist so ein Computermodell in einer Arbeit. Und Sie sehen hier die verschiedenen Journale. Und die sind diesmal nicht explizit nach dem Impact Factor gerankt, sondern wir werden gleich sehen, wie die Reihenfolge zustande kommt. Aber Sie sehen hier, also dass diese Punktwolke sind eben publizierte Computermodelle von meist biomedizinisch wichtigen Molekülen, die hier geplottet sind pro Journal. Jede Punktwolke ist eben so ein Journal. Auf der Y-Achse sehen Sie ein Qualitätsmaß, das die Kristallographen quantifizieren können, indem sie verschiedene Faktoren zusammenberechnen. Einer der wichtigsten Faktoren ist die Abweichung vom tatsächlichen Bindungsabstand. Also wenn ich zwei Moleküle habe, dann müssen die in einer bestimmten Bindungsform, wenn ich zwei Atome habe in einem Molekül, so wollte ich sagen, zwei Atome in einem Molekül, dann haben die einen bestimmten Bindungsabstand. Diese Bindungsabstände sind konstant für die Bindungsart und die Atomarten, die je spezifischen, und bekannt. Wenn ich die Molekülstrukturen, also die Atompositionen, ableite aus einem Experiment, dann ist das immer fehlerbehaftet. Und das bedeutet also, je mehr Fehler ich habe, umso größer die Abweichung von diesen bekannten Bindungsabständen. Dann sind noch andere Faktoren mit drin, wie die Komplexität. Es ist klar, ein Wasserstoffmolekül ist deutlich einfacher aufzulösen als ein kompliziertes Protein und so weiter. Also da sind viele Faktoren mit drin. Und die sind alle so gebaut, dass ein Qualitätsmaß von 0 ein perfektes Computermodell ist. Und je größer dieses Qualitätsmaß ist, umso weiter weg von perfekt ist dieses Computermodell. Und die Kollegen, die Autoren hier, haben dann die entstehenden Werte gemittelt und den Mittelwert abgezogen, sodass der Mittelwert 0 ist. Und alles über 0 ist dann also schlechter als der Mittelwert, und alles unter 0 ist besser als der Mittelwert. Und also der Gesamtmittelwert von allen Computermodellen, die da drin sind. Und dann wurde das Ganze eben nach Journalen aufgedröselt. Und die Journale wurden nach mittlerer Qualität sortiert, sodass dann links alle Journale stehen, die besonders gute Arbeit veröffentlichen, und rechts alle Journale stehen, die besonders schlechte Arbeiten veröffentlichen, schlecht qualitative kristallographische Arbeiten. Und da, was Sie sehen, farbig markiert und mit Sternchen, sind die, die signifikant in Rot schlechter als der Durchschnitt sind, und in Blau die, die signifikant besser als der Durchschnitt sind. Und was Sie dann hier sehen, ist signifikant schlechter als der Durchschnitt ist Cell Science, hier haben Sie Nature, Nucleic Acids Research, PNAS, die sind alle signifikant schlechter als der Durchschnitt. Das heißt, die tollsten Journale publizieren ganz im Gegensatz zu ihrem Renommee und zu ihrer Reputation signifikant schlechtere kristallographische Arbeiten, als das andere Journale machen. Jedes Mal, wenn man diese Daten präsentiert, gibt es dafür irgendwelche Erklärungen, die unabhängig sind von der Qualität der Journale. Es könnte zum Beispiel, wird in diesem Fall argumentiert, das sind besonders wichtige Strukturen, die in diesen tollen Journalen publiziert werden. Da ist der Konkurrenzdruck groß. Da muss man schnell das Ergebnis rausbringen, bevor die Konkurrenz mit dem Ergebnis da ist. Und dann wird eben schlampiger gearbeitet und man bekommt schlechtere Arbeit eben publiziert. Aber die ist wissenschaftlich so wichtig, dass das nicht so schlimm ist, wenn da ein bisschen geschlampt wurde. Das könnte natürlich sein. Dann schauen wir uns eben mal andere Qualitätsmerkmale an, die man quantifizieren kann. Vielleicht sieht es da ja anders aus. Hier ein Beispiel aus Tiermodellen von Krankheiten. Das heißt also, sagen wir, es geht um Leberzirrhose und Sie haben ein Tiermodell, wo eine Leberzirrhose in einem Tiermodell induziert wird. Und dann haben Sie eine Gruppe, teilen Sie die Tiere auf in eine Gruppe, die behandelt wird, und eine Gruppe, die eben eine Placebo-Behandlung oder keine Behandlung bekommt. Und dann ist natürlich gute wissenschaftliche Praxis hier, die Tiere zufällig zuzuordnen, also zu randomisieren, welcher Gruppe sie zugeordnet werden, nicht, dass die, die schon eine kleinere Leber haben oder eine weniger geschädigte Leber haben,
schon in der Treatment-Gruppe landen, damit sie dann schreiben können, wie toll ihre Behandlung war, sondern dass das eben zufällig läuft und dass natürlich auch am Ende der Arbeit die Person, die die Ergebnisse untersucht, das gibt es doch gar nicht. Ich habe Do Not Disturb an, sehr seltsam. Also, dass die Person, die dann die Ergebnisse auswertet, dass die natürlich dann blind sein muss, dagegenüber, ob die Leber, die sie hier gerade auswertet, zum Beispiel an einem Leberbeispiel, ob die denn zu einer Behandlungsgruppe oder zur Kontrollgruppe gehört. Ja, also das sind zwei Standardmaße oder standardmethodische Aspekte der wissenschaftlichen... Verzeihung, aber mein Handy scheint kein Do Not Disturb zu kennen. Okay, Android Update, was fehlgelaufen ist. So, nun, genau, das sind zwei wesentliche Aspekte der guten wissenschaftlichen Praxis und die Kollegen McLeod und Konsorten haben das mal gezählt von einer Auswahl an Journalen und einer Auswahl an Artikeln. Wie oft kommt denn im Material- und Methodenteil vor, dass da tatsächlich randomisiert und verblindet wurde? Und da ist erstmal der grundsätzliche Level erschreckend niedrig. 30% geben an, dass randomisiert wurde oder dass verblindet wurde. Was natürlich bedeuten kann, dass die im besten Fall die Autoren einfach schlampig waren und es nicht reingeschrieben haben. Und im ungünstigsten Fall, dass tatsächlich nur 30% dieser vorklinischen Arbeiten oder klinischen Arbeiten zum Teil eben nicht randomisiert und verblindet wurden. Zusätzlich fällt einem auf, dass es hier eine signifikante Korrelation gibt, dass die höher gerankten Journale in der Tat noch weniger randomisieren oder Randomisierung in ihrem Material- und Methodenteil stehen haben, als die weniger niedrigen, als die niedriger gerankten Journale. Das heißt also, im besten Fall wiederum publizieren höherrangige Journale Arbeiten, die von schlampigeren Autoren verfasst wurden. Das ist der beste Fall, den wir aus diesen Daten schließen können. Ein weiteres, auch hier kann man sich wieder alle möglichen Ausreden ausdenken. Je höher das Journal ist, umso offensichtlicher ist es, dass man doch natürlich randomisiert hat, also muss man es nicht reinschreiben, weil in so einem tollen Journal würde man ja nie publizieren, wenn man nicht randomisiert hätte. Also schauen wir uns noch ein weiteres Gebiet an, in diesem Fall Neurowissenschaften. Da schauen wir uns an die Statistical Power, also wie die statistische Power, schauen wir uns nachher nochmal an, was das genau bedeutet, falls Sie das nicht in der Statistik hatten. Es hängt ein bisschen zusammen mit der Stichprobengröße. Salopp formuliert könnte man sagen, man braucht 80%, wenn ich 80% statistische Power habe, das ist so eine Art Konvention, dann ist meine Stichprobengröße groß genug, um stichhaltige statistische Tests machen zu können. Jeder Punkt, den Sie haben, ist eine neurowissenschaftliche Arbeit. Und was Sie hier sehen können, ist mit der X-Achse, ist der Impact Factor in logarithmischem Maß aufgetragen und dann eben statistische Power auf der Y-Achse. Und was Sie sehen, als erstes, was Ihnen auffällt, ist keinerlei Korrelation da. Das zweite, was auffällt, ist, von den 80% scheinen die meisten Leute nicht viel zu halten, denn die 80%, wenn nur so von einer sehr kleinen Teil der Arbeiten wirklich eingehalten. Und das bedeutet also zum Beispiel, dass jemand, der diese Arbeit publiziert hat, obwohl sie eine sehr hohe Stichprobengröße haben, die Anzahl oder die Wahrscheinlichkeit, eine feste Stelle zu bekommen, deutlich niedriger ist als von den Autoren, die diese Arbeit veröffentlicht haben, obwohl hier statistische Power vorliegt, die eigentlich überhaupt gar keine gesicherten Schlüsse zulässt. Also selbst in den tollsten Journalen, hier vier Beispiele in den höchst gerankten Journalen, selbst da ist es 50-50, ob ich eine halbwegs ordentliche statistische Power hinbekomme oder nicht. Auch hier kann man wieder sagen, naja, das sind tolle Journale, da muss man eben schlampig arbeiten, also im besten Fall, ja, geringe Stichprobengröße, Schnellschuss gemacht, im besten Fall wurde eben hier vorschnell publiziert.
Ganz ähnlich gelagert ist es bei einer völlig anderen Studie. Da hat man sich genetische Assoziationen angeschaut. Also zum Beispiel ging es hier um Einzelgene, also Gen X, wie stark das mit einer psychiatrischen Erkrankung korreliert ist. Also zum Beispiel Rauchen. Gen X ist zu 10% mit Rauchen assoziiert. Das wäre natürlich ein dickes Ding, wenn ein einzelnes Gen zu 10% mit Rauchen assoziiert wäre. Wenn man das findet, muss man das unbedingt sofort in Nature publizieren, denn genau das sind ja diese überraschenden Ergebnisse, die in Nature und in Science, die bahnbrechenden Ergebnisse, die Durchbrüche für die Wissenschaft, die in diesen Journalen publiziert werden sollen. Auch hier auf der X-Achse wieder der Impact-Faktor der publizierten Arbeiten. Die publizierten Arbeiten mit ihren dazugehörigen Stichprobengrößen sind in der Scheibengröße publiziert. Das heißt, große Stichproben haben große Scheiben. Und das sind alles jetzt verschiedene Gene und verschiedene Krankheiten. Was aufgezeichnet ist, ist hier wieder die Abweichung von der tatsächlichen Assoziation. Das heißt, es wird für jedes Gen und für jede psychiatrische Erkrankung wird über alle Arbeiten eine Metastudie gemacht und die tatsächliche Assoziation berechnet. Und jede einzelne Studie wird dann geguckt, ist sie drüber oder drunter in ihrer Effektgröße. Das heißt, die Effektgröße, wie groß ist der Effekt von Gen X auf Krankheit Y? Das ist hier ob dieser Effekt verglichen jeder einzelnen Arbeit, verglichen mit dem tatsächlichen Effekt, ob der überschätzt ist, dann ist er positiv, wird der unterschätzt, dann ist er negativ. Und was wir sehen, ist eine positive Korrelation. Je höher das Journal gerankt ist, umso stärker wird der tatsächliche Effekt überschätzt. Was Sie nicht oder nicht so leicht sehen können, ist, dass hier auch eine Korrelation in die andere Richtung ist, nämlich dass die Stichprobengröße kleiner wird. Das heißt, in den tollen Journalen wird vor allem vorschnell publizierte Arbeit in diesem Bereich, zumindest was genetische Assoziationsstudien mit psychiatrischen Erkrankungen angeht, werden vor allem tendenziell Arbeiten veröffentlicht, die mit einer zu kleinen Stichprobengröße einen zu großen Effekt darstellen. Das heißt also in dem Beispiel mit dem Rauchen, in Nature steht 10%, Gen X hat 10% Effekt auf Rauchen. Wer hätte das gedacht? Und dann kommen 5, 6 andere Studien raus mit viel, viel größeren Stichprobenzahlen, kommt raus, ist doch nicht 10%, es ist doch nur 1%. Die Wissenschaft weiß das dann, aber es hat eben entsprechende Studien gebraucht. Und wenn jemand nur Nature und Science liest, dann denkt er eben vielleicht immer noch, dass Gen X zu 10% mit Rauchen assoziiert ist. Aber auch hier wieder gibt es alle möglichen verschiedenen Ausreden, auf die wir nicht weiter eingehen. Darum kann man sich andere Sachen angucken. Also zum Beispiel, wenn es um die Reproduzierbarkeit geht, wie gut ist denn die Methoden, der Material- und Methodenteil geschrieben? Ja, das hatten wir auch schon bereits gehabt. Wie gut sind denn alle Ressourcen beschrieben, dass ich die auch wiederfinde? Also hier zum Beispiel Antikörper, Zelllinien, genetische Konstrukte und so weiter, die entsprechenden Organismen, mit denen ich arbeite, die verschiedenen Fliegen, Maus, C. elegans-Stämme, was auch immer. Und was man eben sieht, ist, es ist keine Korrelation mit dem Impact-Faktor da. Also wenn ich den Impact-Faktor darstelle und dann sage, wie häufig ist das denn so beschrieben, dass ich es eindeutig zuordnen kann, dann können Sie sich hier entweder alle zusammen angucken, oder die einzelnen Sachen, Construct, Antibody, Cell Line, Organism, was auch immer. Sie sehen keine Korrelation, dass irgendwie in den tollen Journalen die Reproduzierbarkeit hier in diesem Falle von Unzweideutigkeit, von Eindeutigkeit der Reagenzien zum Beispiel, dass da irgendwie etwas besser ist. Also die Autoren sauberere Beschreibungen ihrer Experimente machen, die Autoren beschreiben alles mehr oder weniger gut oder schlecht. Eine weitere Studie, die Leute gemacht haben, sie haben sich angeguckt, Fehler in mitgeschickten Excel-Dateien. Warum ist das wichtig? Das kommt aus der Bioinformatik. In der Bioinformatik werden oft lange Listen an Genen zum Beispiel mit eingereicht, um eben zusätzlich zu dem, was man in seiner Arbeit an Text geschrieben hat, weitergehende Informationen zu liefern. Also zum Beispiel, was für ein Ergebnis habe ich in meiner RNA-Seq oder CHIP
Analyse bekommen, eine Gene-Chip-Analyse rausbekommen, welche Gene sind da alles drin, dass jemand sich die durchsuchen kann, vielleicht nach seinem oder ihrem relevanten Gen suchen kann, wird eben alles dieses Ergebnis aus so einem Programm, was man sich da geschrieben hat als Bioinformatiker oder Bioinformatikerin, wird eben dieses Ergebnis per Copy-Paste in eine Excel-Datei, weil die jeder lesen kann, der Office hat, reinkopiert, zu dem Verlag geschickt und gut ist. Das Problem ist, dass Excel ja gerne herausfinden möchte, was in jeder Zelle denn da drin steht. Und manchmal Gennamen dann in ein Datum umändert, weil es denkt, dass FOXP2 ein Datum ist und nicht so stehen bleiben darf. Und Kollegen haben sich das eben mal angeguckt, wie oft denn sowas vorkommt. Dass also da per Copy und Paste in Excel-Dateien Gennamen reinkopiert werden, die dann verhunzt werden von Excel. Und haben dann geordnet, in welchen Journalen kommt das am häufigsten vor. Und da sieht man, dass ganz on top of the list ist Nature, wo 30% aller Paper, die Genomik haben und wo solche Excel-Dateien dabei sind, 30% haben diese Fehler mit drin. Und so weiter, so geht es weiter nach unten, bis unten bei Molecular Biology and Evolution. Das sind nur 5% der entsprechenden Papiere, die da solche Fehler haben. Der Mittelwert hier liegt bei 20%. Und wenn man den Impact Factor nimmt von den Journalen, die hier oben sind, den mittleren Impact Factor und im Vergleich mit dem mittleren Impact Factor von den Journalen, die hier unten stehen, dann ist der höher. Das heißt, diese Fehler sind häufiger in Journalen, die einen hohen Impact Factor haben. Was wiederum zeigt, im besten Fall, die Leute, Autoren, sind schlampiger, die für diese tollen, die in diesem tollen Journal publizieren. Eine letzte, glaube ich, genau, eine letzte Studie von dem Herrn Ioannidis, den ich anfangs zitiert hatte, der diese Arbeit geschrieben hat, Why Most Published Research Findings Are False. Der hat sich angeguckt, diese P-Werte, ja, P-Werte ist ja der P kleiner 0,05, das ist ja, da möchte man drunter kommen, um statistisch signifikante Werte zu bekommen. Wie oft sind die denn falsch? Wie hat er das ausgerechnet, dass die falsch sind? Das heißt, er hat sich den Text angeguckt, da steht ein P-Wert, und hat dann geguckt, okay, hier steht auch Mittelwert und Standardabweichung, dann kann ich ja den P-Wert ausrechnen. Und hat dann also geguckt, okay, von Mittelwert und Standardabweichung meiner Werte, meiner verschiedenen Gruppen, kann ich ausrechnen, was der P-Wert ist. Stimmt er denn mit dem Text genannten P-Wert überein? Weil wenn man sowas mit einem Statistikprogramm macht und dann einfach abtippt oder Copy und Paste macht, kann ja so mal ein Tippfehler passieren. Und hat gefunden, dass diese Fehler auch mit Impact Factor korrelieren. Das heißt, je höher der Impact Factor ist, umso häufiger sind diese Fehler. Das ist interessant, wenn das nur Tippfehler wären, wieso das denn passieren kann. Einen kleinen Hinweis liefert die Art der Fehler. Die überwiegende Mehrzahl der Fehler macht den P-Wert kleiner. Also führt also dazu, dass auf einmal ein Ergebnis, was vorher noch nicht signifikant war, statistisch dann auf einmal statistisch signifikant wird. Nun kann man natürlich nie nachweisen, dass nicht in diesem einen Fall es tatsächlich nur ein Tippfehler war, aber in der Gesamtheit der untersuchten Arbeiten ist es eben so, dass es sehr unwahrscheinlich erscheint, dass hier zufällige Fehler stattfinden, denn sowohl die Anzahl der Fehler als auch die Richtung der Fehler scheinen anzudeuten, dass hier keine zufälligen Veränderungen stattgefunden haben, sondern dass hier tatsächlich versucht wird, den P-Wert niedriger zu machen, um in tollen Journalen zu publizieren. Was sehr verständlich ist, wenn ich nur durch Publikation in tollen Journalen in der Wissenschaft einen Job bekommen kann. Zusammengenommen bedeutet das, dass dieses Ranking der Journale jeglicher empirischer Grundlage entbehrt. Ich habe eine einzige Arbeit gefunden, in der die hochgerankten Journale besser wegkommen als andere Journale. Das ist eine Arbeit, in der sich eine Kollegin Bildduplikationen angeguckt hat. Also das sind Fehler, in denen entweder in zwei Abbildungen das gleiche Gel zum Beispiel verwendet wurde, um einmal das eine Experiment zu beschreiben, einmal das andere Experiment. Oder andere Manipulationen. Das kann von Unachtsamkeit bis hin zu Betrugsversuchen reichen, was diese verschiedenen machen, die verschiedenen Abbildungen zeigen. Und da scheint es so zu sein, dass die hochgerankten Journale weniger von diesen Bilddublikationen haben.
Das ist ein sehr spezieller Fall, der der kompletten Literatur, der kompletten anderen Literatur, wo ich hier einen kleinen Auszug gegeben habe, der kompletten anderen Literatur widerspricht. Ansonsten, das ist der eine Outlier sozusagen, ansonsten alle anderen Arbeiten, die ich kenne, zeigen, dass entweder die tollen Journale nicht besser sind, oder aber, dafür habe ich Ihnen eigentlich die Arbeiten gezeigt, die ich kenne, dass sogar diese hochgerankten Journale schlechtere Arbeiten abliefern als durchschnittlich. Das hat natürlich Konsequenzen für, wenn danach zum Teil zumindest Wissenschaftler berufen bzw. aus der Wissenschaft rausgekickt werden, hat das natürlich Konsequenzen für die Verlässlichkeit der Wissenschaft. Das heißt, hier haben wir sozioökonomische Anreize, die dazu führen, dass diese High-Impact-Journale die am wenigsten verlässlichen Wissenschaft anziehen und dass dann das Begutachtungssystem damit kämpfen muss, das irgendwie auszusortieren, und offensichtlich scheint das nicht so hundertprozentig zu funktionieren, wie man sich das wünschen würde. Das heißt also, wenn Sie irgendwo etwas lesen, wo von Spitzenforschung geredet wird, seien Sie sehr vorsichtig. Oft wird nämlich genau so etwas herangezogen, diese Person hat in diesen tollen Journalen publiziert, um zu sagen, dass das ein Spitzenforscher ist. Vertrauen Sie nur Leuten, die Ihnen klar machen, nee, mit Spitzenforschung meinen wir nur das, was mit Pipettenspitzen zu tun hat. Alles andere können wir schwer sagen, was Spitzenforschung ist. In dem Moment, wo Leute Spitzenforschung verwenden und sie nicht so eindeutig definieren können, wie wir das hier gerade auf dieser Folie tun, seien Sie sehr, sehr skeptisch. Ein weiterer Aspekt ist natürlich die Produktivität. Wir hatten ja gesagt, wir brauchen nicht nur hochrangige Papers und Publikationen, wir brauchen auch viele. Was dazu führt, dass man aus allem versucht, irgendwie ein Paper zu machen, tragischen Laborunfällen kann in diesem Kanton zumindest, wird versucht, eine Publikation zu schlagen, publish or perish. Das heißt also, was so primär der Gedanke ist, naja, wir wollen doch Wissenschaftler haben, die produktiv sind. Wenn ich einen Wissenschaftler habe, der gleich alt ist wie eine andere Wissenschaftlerin und nur 5 Papiere produziert hat, dann muss die Wissenschaftlerin mit 10 doch besser sein. Insofern, vom Gedanken her wäre das ja ein guter Gedanke, dass ich nicht Leute in der Wissenschaft halte, die nichts produzieren für ihre Steuergelder, die sie kassieren. Und hier wird es dann wieder wichtig, sich diese statistische Power nochmal anzugucken. Was bedeutet genau statistische Power? Hier ist ein schönes Beispiel. Stellen Sie sich vor, Sie wüssten, das ist natürlich ein theoretisches Beispiel, in Wirklichkeit kann man das natürlich nicht wissen, stellen Sie sich vor, Sie haben 100 Effekte, von denen Sie wissen, dass sie tatsächlich da sind. Das heißt also, wenn Sie 2 Stichproben machen, dann wissen Sie als Geist, der alles weiß, als laplacischer Dämon, dass da tatsächlich ein Effekt da ist zwischen, sagen wir, behandelter Stichprobe und unbehandelter Stichprobe. Statistische Power, ich habe natürlich da immer eine Schwankung dazu, natürlich, ja, und die statistische Power bedeutet, dass meine Stichprobenzahl groß genug ist, um 80% dieser 100 Effekte auch zu finden. Das heißt also, ich habe 20% falsch negative. Wenn ich eine höhere Stichprobengröße hätte, würde ich sie finden. Aber man sagt, in der Wissenschaft ist eine Konvention, 80% reicht aus, die anderen falsch negativen, mit denen müssen wir dann halt leben. Das ist statistische Power. Das ist komplementär sozusagen zu dem Alpha-Wert von 5%, auch eine wissenschaftliche Konvention, die diesen P-Wert, 0,05 ist ja 5%, dann bedingt. Wenn ich den visualisieren möchte in so einem Beispiel, nämlich wieder 100 Effekte, von denen ich weiß, die sind keine echten Effekte. Das heißt, wenn ich hier Stichproben nehme und ordentlich teste, dann kommt auch wirklich kein statistisch signifikanter Unterschied heraus. Der P-Wert bedeutet jetzt, also diese Alpha-Schwelle von 5%, dass von diesen 100 Studien, von diesen 100 Experimenten, sind 5 jetzt aber doch signifikant, also falsch positive. Das heißt, die statistische Power sagt mir, wie viel falsch negative ich bekomme, der Alpha-Wert sagt mir, wie viel falsch positive ich bekomme. Wieso hat das jetzt etwas mit Produktivität zu tun und wieso hat das etwas mit der Verlässlichkeit von Wissenschaft zu tun? Dazu müssen wir das alles zusammenzählen und vergleichen mit Researcher B,
der 35% statistische Power mit seinen Experimenten macht. Also zählen wir es mal zusammen. Researcher A macht 200 Experimente und bekommt signifikante, eben dann 85 signifikante Ergebnisse. Und davon sind 5 eben falsch positive. Das sind 6%. Ja, 5 von 85 sind 6%. Wissenschaftler B, der die gleichen 200 Experimente macht, aber nur mit 35% Power, bei dem, der kriegt natürlich dann auch viel weniger tatsächlich echte Ergebnisse, aber dieselben 5 falsch negativen bei dem sind dann also, oder bei, ja, bei ihr, sind dann 13% falsch positive. Das heißt, mit niedriger statistischer Power gehen mein Prozentsatz der falsch positiven hoch. Natürlich gehen auch meine falsch negativen hoch, aber die sehe ich ja nicht, weil sie nicht publiziert werden. Das bedeutet, was hat das mit Produktivität zu tun? Ja, also hier sehen Sie schon, Verlässlichkeit sinkt mit der statistischen Power. Aber das wird noch schlimmer, wenn ich mir überlege, ja, mit weniger statistischen Power, mit einer geringeren Stichprobengröße, heißt das, ich mache weniger Experimente. Das heißt, ich kann mehr verschiedene Experimente oder mehr verschiedene Projekte machen. Jedes einzelne Experiment braucht eine bestimmte Zeit. Wenn ich nur 5 mache statt 50, kann ich dann schon zum nächsten Projekt gehen, während die andere Person noch versucht, ihre 80% Power zu kriegen. Das kann ich also umrechnen. Sagen wir mal, Researcher B hat mit 35% Power tatsächlich diese 200 Experimente gemacht. 100 Experimente, auf denen die nicht die wahr waren, echte Effekte und dann eben 100 nicht echte. Dann kommt natürlich das raus, was wir gesehen haben. 40 signifikante Ergebnisse, sagen wir 40 Publikationen, der Einfachheit halber. In derselben Zeit, sagen wir auch, diese Experimente sind alle gleich. Ja, das heißt, wenn ich 80% Power brauche, kann ich nur 88 Experimente machen. 44 an echten Effekten, 44 an falschen. Nehmen wir an, alles andere alles gleich, bekomme ich nur 37 signifikante Ergebnisse. Das heißt, wenn Researcher A und Researcher B, wenn die sich an einer Universität mit dem gleichen Thema bewerben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Researcher B mit seiner viel höheren Prozentsatz an falsch positiven berufen wird und diese Stelle bekommt, höher als für Researcher A. Das heißt, wir belohnen nicht nur, wenn wir dieses Journal Rank herannehmen, wir belohnen nicht nur unverlässliche Wissenschaft, indem wir uns dieses Ranking anschauen. Wenn wir anschauen, wie viel jemand produziert hat, belohnen wir auch noch unverlässliche Wissenschaft, indem wir Anreize setzen, die statistische Power, also die Stichprobengröße zu reduzieren, damit ich aber mehr Experimente machen kann, um mehr Papers zu bekommen. Das kann man dann, diese Erkenntnisse kann man dann in Computermodelle stecken und kann dann Daten, die wir aus der Wissenschaft, aus dem Wissenschaftsbetrieb haben, also wie viele Artikel veröffentlicht werden, wie groß die Stichprobengrößen sind, also statistische Power im Schnitt ist, gerade kann man das machen. Und die Kollegen haben diese Computermodelle berechnet und haben gesehen, okay, wenn man so selektiert, dann sinkt über kurz oder lang die Verlässlichkeit der Wissenschaft und es sinkt dann natürlich auch die statistische Power und solche allen Maßgaben kann man das dann ausrechnen. Das heißt, man hat wirklich hier evolutionäre Effekte, die dazu führen, dass die Verlässlichkeit von wissenschaftlicher Literatur sinkt. Ich habe Ihnen hier nur so ein paar Schlagzeilen rausgesucht, die man in den entsprechenden Zeitschriften finden konnte und der Digital Object Identifier von einer dieser Arbeiten, um die es hier geht. Das heißt also, was wir hier haben, ist, dass diese Kultur des Publish or Perish, so wie wir sie jetzt momentan durchführen, benachteiligt die Leute, die sauber, ordentlich arbeiten. Ja, und das, wie direkt oder indirekt das funktioniert, und das habe ich nun versucht, Ihnen so ein bisschen zu erläutern, dass das natürlich nicht in jedem Einzelfall so funktioniert, ist natürlich auch klar, sondern das muss man wirklich als statistischen Effekt über die Jahre und Jahrzehnte, über die Gesamtheit aller Wissenschaftler sehen. Dass man hier zu einem geringen Prozentsatz eben Unverlässlichkeit ein bisschen mehr belohnt als Verlässlichkeit. Und wenn man das über viele Jahre macht, kann man sich vorstellen, dass man irgendwann mal an einem Punkt anbelangt, wo man sich schon fragt, wie verlässlich ist denn wirklich die Literatur? Und das haben dann Leute natürlich gemacht, als man diese Erkenntnis hatte, dass, oh weia, wir belohnen hier seit vielleicht 20 Jahren oder 30, belohnen wir unverlässliche Wissenschaft, was für einen Effekt hat das denn auf die Literatur?
Das haben sich Leute angeguckt, die hier auf der Y-Achse sehen Sie es, Prevalence of Irreproducibility, also wie wenig konnte ich denn reproduzieren? Und auf der X-Achse sind 5 verschiedene Arbeiten. Ich will Ihre Aufmerksamkeit zunächst mal auf diese beiden hier auf der linken Seite richten, die sagen, dass 90% oder 80% der wissenschaftlichen Literatur nicht reproduzierbar werden. Das ist ein Schock, aber wir können das nicht überprüfen. Das sind 2 Firmen, einmal Amgen und einmal Bayer Healthcare, die innerhalb ihrer Firmen versucht haben, Arbeiten zu reproduzieren und es nicht geschafft haben. Wir wissen nicht, welche Arbeiten das waren. Das ist Firmengeheimnis. Die Leute wollen nicht preisgeben, in welche Richtung sie arbeiten. Die Firmen wollen das nicht hergeben. Sie haben einfach nur Nachrichtenartikel geschrieben, ey, wir können keine 20-30% von den wissenschaftlichen Arbeiten, die wir versuchen zu reproduzieren, können wir reproduzieren. Das kann verschiedene Gründe haben. Wir wissen das alles nicht, weil das Amgen und Bayer nicht hergeben. Das heißt, wir haben nur die Zahlen, wissen aber hier auch nicht, wie belastbar sind diese Zahlen. Die anderen 3 Arbeiten, die Sie hier auf der rechten Seite sehen, sehen Sie schon an der Stichprobengröße, die ist sehr groß. Die haben sich nur Material- und Methodenteile angesehen und haben versucht, daraus auszuschätzen, okay, wie viele Fehler kann ich denn da drin finden, die es unmöglich machen, die Arbeit jemals zu reproduzieren. Wir hatten da schon ein bisschen über die Wichtigkeit von Material- und Methodenteil eben gesprochen, als wir den Material- und Methodenteil besprochen haben. Das ist natürlich auch wieder so eine Frage, wenn jetzt ich die Autoren da hätte und die helfen mir dabei, dann kann ich es ja vielleicht reproduzieren, auch wenn der Material- und Methodenteil zu schlecht ist. Das heißt, auch diese Arbeiten sind auch nur eine grobe Schätzung, wo man immer sagen kann, naja, aber das ist doch eigentlich viel zu hoch. Das kann eigentlich nicht sein, dass die wissenschaftliche Literatur nur zur Hälfte reproduzierbar sein soll, das ist doch eigentlich undenkbar. Drum gibt es jetzt mehrere Projekte, um tatsächlich rauszukriegen, wie groß ist denn die Reproduzierbarkeit der Wissenschaft in echt? Also was kann ich wirklich physisch und physikalisch in der wissenschaftlichen Tour nachkochen? Nur eine von diesen Projekten ist bisher fertig. Die haben sich 100 Experimente angeguckt, also ein N von 100, und haben herausgefunden, dass tatsächlich keine 40% reproduzierbar sind. Das ist in diesem Fall der Fachbereich hier, ist die Psychologie. Es wurden 100 prominente Ergebnisse herausgesucht, von vielen Labors gleichzeitig untersucht. Und es kam raus, dass eben 61% der publizierten Ergebnisse nicht reproduzierbar waren. Also genau in der Mitte und in dem Bereich, den diese Schätzungen hier, denn nichts anderes kann man diese Zahlen hier nennen, den diese Schätzungen hier gebracht haben. Das hat natürlich einen Riesenwellen geschlagen und das schauen wir uns mal ganz kurz an, was da genau rausgekommen ist. Da sehen Sie links die Originalstudien, den P-Wert. Ja, das hatten wir gesagt, 5% ist so eine Schwelle, ab wann etwas signifikant ist, und hier wie breit dieser Violin-Plot ist hier, Violin-Plot, zeigt, wie häufig die Arbeiten hier vertreten sind. Die allermeisten sind unter 0,05. Und wenn man dann repliziert, liegen die Arbeiten deutlich weiter gestreut. Das heißt, es gibt immer noch welche natürlich, die immer noch unter dem 0,05 liegen, aber eine große Mehrzahl der Arbeiten sind einfach nicht mehr signifikant, wenn man sie nachbaut. Und ähnlich, wenn man sich die Effektgrößen anschaut, also wie groß, wenn ich etwas an psychologische Intervention gemacht habe, was für einen Effekt hat das auf das Verhalten der Menschen, dann waren das immer große positive Effektgrößen, die hier genannt wurden. Und teilweise haben die sich ins Gegenteil verkehrt, wenn sie reproduziert wurden. Das heißt, der publizierte Effekt war dann umgekehrt zu dem, der tatsächlich in der Reproduktion dann gefunden wurde. Es gibt noch, das ist schon erschreckend genug, es gibt noch eine weitere Arbeit, die sich der Vollendung an ein weiteres Reproduktionsprojekt, das sich der Vollendung nähert. Und das ist zur Reproduzierbarkeit von Krebsforschung, also näher an unserem Bereich, auch wenn es in der Neurobiologie zumindest psychologieähnliche Arbeiten gibt, in den Neurowissenschaften. Aber hier Krebsforschung ist natürlich etwas, was im biomedizinischen Forschungsbereich hier bei uns besonders nahe liegt. Da wurde 2013 angekündigt, 50 High-Impact-Arbeiten zu reproduzieren, also in den tollen Journalen.
2017 gab es einen ersten Zwischenstand, dass 2 von den ersten 5 Arbeiten erfolgreich reproduziert wurden. Das heißt also, von den 50 wurden 5 Arbeiten angefangen und abgeschlossen und nur 2 davon waren reproduzierbar, 3 waren nicht reproduzierbar. Im nächsten Jahr kam es dann raus, dass von den 50, die ausgesucht wurden, nur 18 Arbeiten überhaupt experimentell durchführbar sind, also nur 36%. Das heißt, selbst in Zusammenarbeit mit den Autoren war es nicht möglich, die experimentellen Bedingungen so zu rekonstruieren, dass die Arbeiten experimentell nachreproduzierbar waren, also experimentell durchführbar waren. Das heißt, die große Mehrheit dieser 50 Arbeiten braucht man gar nicht anfangen zu versuchen, weil Details, wichtige Details oder Ressourcen nicht mehr nachvollziehbar sind oder nicht mehr so durchführbar sind, wie es die Experimentatoren damals gemacht haben. Mittlerweile, Ende letzten Jahres, ist es so, dass von diesen 18 nun 14 Arbeiten abgeschlossen sind, mit einem aus meiner Perspektive verheerenden Ergebnis. 5% der 14 wurden erfolgreich reproduziert, 4 nur zum Teil. Bei 2 waren die Ergebnisse weder in die eine noch in die andere Richtung interpretierbar und 3 waren eindeutig nicht reproduzierbar. Wenn man also nimmt, dass 5 erfolgreich waren, 2 waren teilweise erfolgreich, also nehmen wir von den 4 eben 2 noch dazu, dann haben wir 7, die im besten Fall 100%ig erfolgreich waren, also 50%. Alle anderen sind entweder nicht reproduzierbar oder zweifelhaft. Also im besten Fall 50% der High-Impact-Krebsforschung ist im präklinischen Bereich überhaupt nur reproduzierbar. Mehr wissen wir zurzeit nicht. Es könnte sein, dass in anderen Bereichen es schlimmer oder besser aussieht. Dazu haben wir die Daten nicht. Aber Sie sehen, die Anreize, die momentan existieren, sind nicht geeignet, um die Situation, egal wo sie jetzt steht, egal bei welchem Prozentsatz sie steht, irgendwie zu verbessern. Um den Bogen zurück zur Einleitung zu schließen, ist das natürlich ein verheerendes Ergebnis für den Stand der Wissenschaft in der Bevölkerung. Und offensichtlich die Bereiche um das Weiße Haus zum Beispiel, um den Herrn im Weißen Haus und andere antiwissenschaftliche Gruppierungen nutzen diese Ergebnisse natürlich in ihrem Sinne aus. Naomi Oreskes, Co-Author of Merchants of Doubt, an Influential Study of Foundation and Industry-Backed Attacks on Science, said the reproducibility debate has already been exploited by political activists. These guys, damit meint sie eben Leute wie Steve Bannon und so weiter, are loving it. Oreskes, a historian of science at Harvard, told me, anytime scientists themselves admit there's a mistake or a problem, they're all over it. They're having a feeding frenzy because this is exactly what they want. And what they want to do is to use this now to try to discredit all science. Das heißt also, Sie müssen sehr kritisch sein mit allem, was Sie in der Wissenschaft lesen. Sie sollen so oder so, jeder muss so oder so kritisch sein und Quellkritik üben. Mit allem, aber auch von der wissenschaftlichen Arbeit. Und wenn es natürlich in den allermeisten Fällen, gerade wenn man Anfänger ist, in den allermeisten Fällen liegt es an einem selber, wenn man ein Ergebnis, was man in der Literatur gefunden hat, nicht reproduzieren kann, schlagen Sie trotzdem nie die Möglichkeit aus, dass es Sie alles richtig gemacht haben und es tatsächlich ein Fehler in der Literatur ist, dass Sie das Ergebnis nicht genau so bekommen, wie Sie es in der Literatur finden. Insofern ist es, und in diesem Aspekt oder diesem Gesichtspunkt ist es auch wichtig, dass Sie sich im Hinterkopf behalten, dass Sie vielleicht nochmal einen Zacken kritischer sind bei Artikeln, die in hochgerankten Journalen stehen, wie Nature, Science, Cell, PNAS oder dergleichen, dass Sie da vielleicht nochmal einen Zacken kritischer sich alles angucken als in anderen Journalen. Und das ist sowohl bei der praktischen Arbeit als dann natürlich auch bei der Bewertung von Literatur, wenn Sie sie sammeln, um Ihre Arbeiten zu schreiben, zusammenzuschreiben, ist das natürlich ganz wichtig, dass Sie diese Sachen immer im Hinterkopf behalten. Auch wenn Sie im Labor arbeiten und Sie neben sich an der Bench oder dann im Schreibraum feststellen, dass Leute
vielleicht nicht nach den Regeln der guten wissenschaftlichen Praxis arbeiten, wie Sie das hier bei uns gelernt haben. Behalten Sie die sozioökonomischen Aspekte im Hinterkopf. Es kann sein, dass die Kollegen, mit denen Sie da arbeiten, unter dem Druck stehen, vielleicht morgen schon keine Anstellung mehr zu haben, wenn nicht der Durchbruch, die wichtige Publikation zustande kommt oder dass der wichtige nächste Forschungsantrag durchgeht mit dieser Publikation, dass die Personen ihre Mitarbeiter nicht halten können. Alle möglichen sozioökonomischen Drücke auf ihren Mitarbeitern, mit denen sie dort zusammenarbeiten, auf ihren Betreuern und Betreuerinnen lasten, die Sie so vielleicht gar nicht wahrnehmen. Und achten Sie darauf, dass Ihnen so etwas dann vielleicht auffällt. Dafür gibt es dann Ansprechpartner. Sie können sich an die Ombudsleute der Universität wenden. Sie können sich auch natürlich an die Fachschaft wenden, wenn Ihnen solche Sachen auffallen. Aber bedenken Sie immer die ganze Zeit dahinter, dass eben das nicht unbedingt was mit krimineller Energie zu tun haben muss, sondern ich hoffe es nicht, dass es Ihnen passiert, aber wenn es Ihnen passiert, dass Sie so etwas bemerken, dass es vielleicht einfach nur mit Verzweiflung zu tun hat. Insofern, politisch ist das natürlich ein Problem, da ein Kernelement der Wissenschaft, nämlich die Kritik, hier versucht wird, in eine Waffe gegen die Wissenschaft zu wenden. Dabei ist es natürlich so, dass genau der offene Umgang mit diesen Schwachstellen, so wie wir das hier natürlich jetzt gerade auch miteinander machen, dieser offene Umgang mit Schwachstellen ist natürlich genau der Punkt, der Wissenschaft von vielen anderen gesellschaftlichen Aspekten unterscheidet. Wir versuchen ständig herauszufinden, wie können wir etwas besser machen. Wir machen ständige Fehlersuche. Andere Bereiche versuchen, Fehler zu vertuschen. Wir versuchen genau das Gegenteil zu machen. Das ist der Kernelement in der Wissenschaft. Und das ist ganz wichtig, immer wieder zu betonen. Der Punkt an dieser Veranstaltung ist es, die Wissenschaft verlässlicher zu machen. Um die Wissenschaft verlässlich zu machen, müssen Sie nicht nur eine gute Ausbildung haben, sondern auch verstehen, wie es dazu kommen kann, dass die Wissenschaft unverlässlich wird, damit Sie auch Ihren Teil dazu beitragen können, um diesen Stand der Situation zu verbessern. Und das ist also der Hintergrund, wieso es dieses Modul gibt und wieso es eben diese Doppelstunde Vorlesung jetzt gerade auch gibt, damit Sie auch diesen Aspekt mitbekommen und verstehen. Schließlich und endlich, ich hatte zu Anfang angekündigt, dass ich Ihnen ein paar Tipps mit beigebe, wie Sie an wissenschaftliche Literatur kommen, auch wenn sie vielleicht nicht ohne weiteres außerhalb der Universität zu bekommen sind. Also zum einen hatte ich Ihnen gezeigt, wie Sie in den Datenbanken die entsprechenden Links finden. Dazu brauchen Sie, wenn Sie nicht an der Universität sind, eben einen Virtual Private Network Client, einen VPN-Client, damit Sie eine IP-Nummer, Ihr Rechner eine IP-Nummer bekommt, der Universität zugehört, damit also dann die Verlage wissen, oh, das ist ein Uni-Regensburg-Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin, der können wir Zugriff gewähren. Dann habe ich Ihnen hier verschiedene Sachen, Stichworte aufgeschrieben, mit denen Sie dann auch Browser-Plugins und alle möglichen Tricks verwenden können, um an Artikel zu kommen. Zum Beispiel OADOI ist eine Funktionalität, mit der Sie über den DOI, den Sie dann per Copy and Paste da rein platzieren, an den Artikel rankommen können. Sie können auf Twitter den Hashtag ICANHASPDF verwenden. Dann findet sich vielleicht eine Kollegin oder ein Kollege mit Zugriff und schickt Ihnen dann das PDF per E-Mail. Sie können einen Corresponding Author anschreiben und sagen, ich komme leider nicht an Ihren Artikel, aber das ist ganz, ganz wichtig, können Sie mir den bitte schicken. Das führt in den meisten Fällen auch innerhalb von 24 Stunden zu einer Antwort mit einem Artikel, der Ihnen dann der Autor zuschickt oder die Autorin. Sie können die Fernleiterbibliothek bemühen. Das funktioniert auch sehr gut. Es gibt den Open Access Button als Browser-Plugin an Paywall, ebenfalls ein Browser-Plugin, was Ihnen sozusagen, wenn Sie dann auf der Verlagsseite sind, einen Button bietet, wo es vielleicht eine Kopie von diesem Artikel gibt, an den Sie rankommen. Schließlich und endlich gibt es ungefähr in unserem Bereich weit über 95% aller Artikel auf einer Website, die heißt Sci-Hub. Die darf ich Ihnen auf keinen Fall empfehlen, denn das ist nicht, im Gegensatz zu allen anderen Angeboten, die ich Ihnen hier geschrieben habe, sind nicht alle Artikel dort legal abgelegt. Insofern darf ich Ihnen das auf keinen Fall verwenden, aber dort bekommen würden Sie, wenn Sie das machen würden, auf jeden Fall mit 97%iger Wahrscheinlichkeit den Artikel bekommen, den Sie sonst nirgends bekommen, denn der ist dort abgelegt.
Das ist natürlich den Verlagen ein Dorn im Auge und die versuchen, Sci-Hub zu verhindern. Deshalb ändert Sci-Hub immer wieder mal die Domain. Ich darf Sie auf keinen Fall darauf hinweisen, dass Sie auf der Wikipedia-Seite von Sci-Hub immer die momentan funktionierenden Adressen finden, wo Sie also im Falle eines Falles, die ich Ihnen auf keinen Fall anraten würde, an die entsprechende Literatur kommen können. Welche von denen da gerade für Sie zugänglich ist, hängt ein bisschen davon ab, was für einen Provider Sie haben, ob Sie an der Uni sind oder nicht, ob Sie den VPN-Client anhaben oder nicht. Das kann sehr unterschiedlich sein. Probieren Sie die auf keinen Fall aus, denn dort könnten Sie tatsächlich suchen, was Sie finden. So, damit wäre ich am Ende meiner Vorlesung, insgesamt meiner Vorlesungsreihe. Ich schließe also den Screenshare und öffne den Chat, wo ich gerade etwas gefunden habe. Gibt es irgendwie Pushback gegen diese Konkurrenzumgebung? Würden die Wissenschaftler oder akademische Syndikate helfen? Ja, es gibt natürlich Pushback, aber das ist schwierig. Also der politische Hintergrund hinter dieser Situation ist, dass Wissenschaftspolitiker eigentlich sehr glücklich mit dieser Konkurrenzsituation sind. Denn seit den 90er Jahren, ich bin kein Politikwissenschaftler, insofern kann ich das natürlich als Biologe auch nur sehr vereinfacht und vielleicht auch karikierend vereinfacht darstellen. Seit den 90er Jahren herrscht so das Sentiment vor, was man heute unter Neoliberalismus zusammenfasst. Das heißt, die Idee, die Reagan und Thatcher so ein bisschen populär oder vor allem populär gemacht haben Ende der 80er, ist, ja, Konkurrenz belebt das Geschäft. Mit Konkurrenz wird alles besser, weil Konkurrenz immer das Beste selektiert. Das ist so eine Art marktwirtschaftlicher Darwinismus, der da so gedacht wird. Und mit dem Fall der Mauer war es ja auch eindeutig, das Gegenkonzept dazu hat verloren. Konkurrenz gewinnt immer, die Märkte gewinnen immer. Wir müssen überall Konkurrenz einführen, dann wird alles automatisch besser. Das ist so die Ideologie. Und letztlich, seit dem Fall der Mauer, hat auch in Großbritannien, in Deutschland und in vielen anderen Bereichen, haben auch die sonst nicht so markt- und konkurrenzfreundlichen politischen Parteien umgeschwenkt. Siehe New Labour zum Beispiel unter Blair in Großbritannien oder die SPD unter Schröder in Deutschland, haben ähnliche Positionen übernommen, sodass es mittlerweile eigentlich so ist, dass das Gros der politischen Entscheider, seien es nun Politiker, die mit Wissenschaften am Rande was zu tun haben, oder seien es Wissenschaftler, die eine politische Karriere einschlagen, sei es in der Wissenschaft oder tatsächlich dann in der Politik, dass die eigentlich einen breiten Konsensus haben, dass das mit der Konkurrenz so eigentlich gar nicht schlecht ist. Das sehen Sie auch zum Beispiel daran, dass in der Exzellenzinitiative, von der Sie vielleicht schon gehört haben, es genau darum geht, Konkurrenz zwischen Universitäten zu schaffen, was es vorher nicht gab. In den letzten 20 Jahren, seit etwa den 2000ern, 2005, 2006 rum, wurde Stück für Stück nicht nur innerhalb der Universitäten, sondern auch zwischen den Universitäten Konkurrenz eingeführt, in dem Glauben, dass Konkurrenz ja nur gut sein kann. Dass das nicht so ist, unbedingt immer, habe ich Ihnen in der letzten Doppelstunde versucht zu verdeutlichen. Und wir haben uns auch die Daten angeschaut für die Exzellenzinitiative. Und da ist es auch so, dass nach der ersten Runde der Exzellenzinitiative tatsächlich die wissenschaftliche oder die Universitätslandschaft in Deutschland tatsächlich schlechter dasteht als vorher. Nun weiß man nicht, ob sie das nicht auch ohne die Exzellenzinitiative gewesen wäre, aber zumindest hat die Exzellenzinitiative nicht geholfen. Das heißt also, ja, es gibt Pushback gegen dieses Konzept, aber der ist klein, er hat kaum eine Stimme und es wächst auch nur langsam. Das heißt also, diese Situation sieht momentan nicht so aus, als würde sie sich schnell ändern. Aber es ist so, dass die Experten auf dem Gebiet, die sich damit beschäftigen, diese Effekte eben schon sehen. Das heißt also, es ist hoffentlich eine Frage der Zeit, bis sich diese Erkenntnis, die Daten hatte ich Ihnen heute gezeigt, diese Erkenntnis, dass Konkurrenz macht alles gut,
dass diese Erkenntnis nicht immer stimmt und dass auch, dass es eben entscheidend ist, wenn ich Konkurrenz ansetze und diese Wettbewerbe ansetze, dass ich klar mache, dass ich auch Maße verwende, die funktionieren. Offensichtlich Impact Factor und Anzahl an Publikationen funktionieren nicht. Es könnte gut sein, rein theoretisch, dass wenn ich Konkurrenz habe, aber meine Kennzahlen verbessere, dass sie dann auch funktioniert. Aber dazu muss ich eben auch eine sinnvolle Kohorte von Kennzahlen haben. Und das haben wir eben auch nicht. Und insofern ist hier viel, viel Arbeit zu tun, viel, viel Überzeugungsarbeit, viel, viel Datensammelarbeit, die man eben dann heranziehen kann, um die Leute zu verwenden. So, damit sind wir am Ende angekommen. Ich habe ein klein wenig überzogen, auch natürlich jetzt in der Frage auf die Arbeit, aber nicht allzu viel, hoffe ich. Wie gesagt, wenn Ihnen noch Fragen einfallen, können Sie die auch im Google-Dokument stellen. Ich bedanke den wackeren 24, die es bis zum Ende durchgehalten haben. Bedanke ich mich recht herzlich. Ich werde jetzt noch schnell im Laufe von heute oder morgen mich kurz darum kümmern, dass ich die erste Viertelstunde noch aufzeichne und sie dann dazu schneiden und dann die Aufzeichnung hochladen. Wie gesagt, herzlichen Dank für Ihre Geduld und ich hoffe, wir sehen uns demnächst in einem Labor bei der Wissenschaft mal wieder oder bei der Vorstellung von Resultaten oder anderen angenehmen wissenschaftlichen Beschäftigungen. Vielen herzlichen Dank.